Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Bellwright hier auf Genex Reloaded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, Entschuldigung, dass es gestern keine Folge gab, aber wer auf Twitter gelesen hat, weiß, dass ich wieder Tonprobleme hatte, wie bei der letzten Crusader Kings Folge. Der ist halt versetzt, beziehungsweise nicht wirklich, also schon versetzt, aber das Video startet ganz normal. Dann läuft das auch ein paar Sekunden normal und dann fängt der Ton von vorne an. So, und ich nehme mal an, dass das während des Rendern passiert, weil das Originalvideo hat diese Probleme nicht, sondern erst nach dem Rendern. Leider hatte ich die Originalversion nicht mehr, weil die halt einfach groß sind und ich leider eine sehr kleine Festplatte habe. Aber das habe ich halt schon erklärt. Deswegen musste ich die Folge heute nochmal aufnehmen. Also, aber das wird jetzt wahrscheinlich anders laufen. Das heißt, ich muss noch den Text und das Thumbnail neu machen, aber das gehört halt dazu. Gut. Also das letzte Mal, also für mich das vorletzte Mal eigentlich, wollten wir gerade den Tag beenden. So, und wir müssen Vertrauensstufe Freund in Herrn liegen. Brauchen wir einmal 2 Schnüre und 2 Fell. Das suchen wir dann alles in der nächsten Folge. Nicht in der nächsten Folge, sondern am nächsten Tag. So. Ja, es war ärgerlich, aber irgendwie sehe ich sowas auch immer. Vielleicht soll es so sein, denn die letzten Videos liefen auch alle nicht mehr so gut. Wenn man mal bedenkt, dass ich ja mit 157, leider hat uns ein Abonnent verlassen. Und noch viel trauriger finde ich, dass die Leute nie schreiben, warum oder so, sondern sind halt einfach weg und man weiß nicht, was man falsch macht. Ich denke mal einfach, es ist mein Inhalt. Der interessiert nicht viele Leute. Das Midnight Suns hatte das erste Video relativ viele Aufrufe für meine Verhältnisse. Ließ das aber auch extrem nach bei Folge 2 und 3. Die aber auch zugegeben recht. Aber das weiß man ja nicht, wenn man es nicht anklickt. Aber da war halt nicht viel Action. Das war mehr Leute kennenlernen und Schnackerei und all sowas. Genau. Wir brauchen dann. Haben wir noch Schnüre hier irgendwo? Oh, hier haben wir noch 2 Schnüre. Und 2 5 brauche ich dann noch. Das kann man auch raus. So. Sehr gut. Gucken, ob ich hier noch mehr Verfaultes habe, dass ich dann gleich wegschmeißen kann. Oh, relativ wenig. Wenn ich hier einen Auftrag geben, was brauche ich denn? Da brauchen wir einmal Fein und einmal Stoffköcher. 5 mal Leinen. Happy days, all thanks to you. Was denn? So. Und das reinschmeißen. Dann können wir eben essen. Pilz habe ich noch, also dann Fleisch. Ah, ich hätte sonst Fleisch essen sollen. Nein. Und hier fehlt immer noch Baumstamm, ja. Okay. Gucken.
Gut. Ich sammle Flachs und ach so. Dann hole ich den ein, der jetzt noch fehlt. Bin schnell. Genau, was ich gerade noch sagen wollte, wegen dem, ja, passiert alles um mit Grund. Ich bin halt immer noch nicht ganz zufrieden mit meinem Inhalt, beziehungsweise die Sachen, wie ich sie plane, funktionieren noch nicht ganz so. Aber momentan aus Zeitgründen hauptsächlich. Denn möchte ich eigentlich auch mehr Streamer und Tapes machen, da das sich scheinbar auch. Das bei euch scheinbar auch ein bisschen besser ankommt als die Let's Plays, was ich auch verstehen kann. Let's Plays gibt es auf dem Markt eine Million. Kann ich total nachvollziehen, dass man da keinen Bock hat, sich noch jemanden neuen ans Bein zu binden. Ja, und ich glaube auch, dass ich vielleicht mit sowas auch ein bisschen unterhaltener bin. Deswegen muss ich da eine Lösung finden. Dem gibt es genug. Seit ein paar Wochen, also 2 Wochen läuft, 3 Wochen läuft ja die neue Star Wars Serie, The Acolyte. Darüber werde ich definitiv was machen. Alleine schon um den ganzen negativen Kritik entgegenzuwirken, die ja, wie berechtigt die ist, werden wir dann klären. Ich werde die erste Folge wahrscheinlich heute aufnehmen. Ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und dann müssen wir dann mal gucken. So. Holz. Beeren. So, wenn wir schon mal hier sind. Irische Würste. Brauchen wir schon mal so. Ja, dann können wir das gleich mal auf den Grill schmeißen, das Fleisch. Und wir haben nichts zum Kochen. Seid ihr denn? Warum ist hier keiner? Habt ihr schon fertig? Einmal Leinen. Hier mal Leinen. Fünfmal Leinen. Sehr gut. Sehr gut. Das kann raus.
können wir raus. Einen Staff, dann können wir raus. So, zwei Sterne habe ich nicht dafür, ne? Was treffen wir? Ja, das braucht einen Moment, aber ich muss ja auch meine, wie heißt, meine Handwerksfähigkeit noch ein bisschen nach vorne bringen, langsam mal. Auch die Steine, die ich auch weglegen kann. Aber das dauert wirklich lange. Und dann, wenn wir die Sachen haben, müssen wir noch einmal Pfeile herstellen. Und dann können wir die Sachen nach Herndin bringen, um da unser Vertrauen weiter zu steigern, damit wir den Auftrag wenigstens erledigt haben. Was brauche ich dafür? 5 Holz und 3 Schiffe. Oh nein, nicht schon wieder Schiffe. Sehr gut. So, also brauchen wir noch. Ja. Ja, und ich weiß halt auch nicht nochmal, um darauf zurückzukommen, woran das liegt. Das ist auch nur bei Videos, wo ich das Intro vorher reinstelle. Aber bei anderen Videos ist das auch nicht das Problem. Ich vielleicht. Und ich stelle ja nichts um bei OBS. Ich habe meine Voreinstellung, da packe ich das dann rein. Und dann rendere ich das und normalerweise, das ist auch jetzt zweimal vorgekommen, wenn man bedenkt, wie viele Videos ich schon habe, und so viele noch nicht mit Intro. Ich weiß es nicht. Ich werde das Video dann auch ohne Intro hochladen, dann einfach mal zu gucken. Aber ich weiß es halt wirklich nicht, was das soll. Ja, wieso habe ich denn noch? So, nur habe ich aber alles. Gut. Mann. Und Scheiße, immer noch loswerden. Und dann ab dafür. Schnell nach Herndin. Ach ja, und ihr könnt euch vielleicht schon mal. So, wie in der letzten Folge schon gemacht, das Trapperlager. So. Dann können die Leute sich nämlich drum kümmern. Pilze. So. Weil dann kümmern sich meine Leute nämlich um die Fallen. Tauschen die Sachen aus, tauschen die Fallen aus, weil sie kaputt sind, holen das Fleisch daraus und die Felle. Und das ist natürlich gut, wenn ich mich dann nicht mehr drum kümmern muss. So. Okay. Bin gespannt. Das schon reicht, um uns. Also ich glaube, das reicht schon, weil ich. Ne, ich habe das ja alle schon gespielt. Und deswegen weiß ich auch, dass ich demnächst mehr Zeit brauche, weil ich logischerweise, aber das na,
auch demnächst mehr in der Gegend rumreisen muss. Ja, und dann habe ich natürlich keine Zeit, im Lager bzw. im Dörfchen alles selber zu machen. Und das ist ja auch Sinn der Sache. Deswegen haben wir ja dieses System hier. Und dann kommt er ja gleich da mir entgegen, wenn er weiter in die Richtung läuft. Oder sie. Nicht er, sie. Was die Gegenstände angeht. Just the face I wanted to see. Do you have the materials? Yep. Thank you so much. I've wanted to build this for so long. Please take this as a reward. Gern geschehen. Wenn du jemals etwas brauchst, lass es mich einfach wissen. Sehr. So, jetzt bin ich Freund und jetzt spielt das damit. Auch schon sprich mit dem Ältesten von Arzdorf. Er will auch mit mir sprechen. Doppelrohr. Jetzt flackert er so. Yes. Kann ich Ihnen helfen? There's been whispers lately. Some weird things are happening at night near Herndeen. Aha. Was kannst du mir über diese seltsamen Vorkommnisse erzählen? Some of the villagers told me of a mysterious figure lurking on the edge of the village. Some of them even think it's a ghost. Ghost? Ask around and check if this might be some kind of threat to the village. Better safe than sorry. Wen soll ich da noch fragen? Ask Theodore and Andrea. They were the people who reported it. You can also ask Amelie. Even at her most defiant, she tends to know what's going on in the village. Okay, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Plenty to be done today. Trade your coins for something truly special. Na, das ist ja schon. What do you need? Der Älteste hat mir gesagt, dass du etwas über etwas weißt, das am Rande des Dorfes lauert. Hast du etwas? Why does that old man think I know about everything that's going on in this place? Keine Ahnung. I didn't see a thing. However, this is a good opportunity to show the villagers that you are doing something to make their lives better. Rather than just being comfortable with things as they are under our so-called leader. Danke für den Hinweis. Well, someone ought to take charge. The villagers need some reassurance right now. Werde das im Hinterkopf behalten. Tschüss. Aber auch nicht. Hello, friend. Wegen des Griffes. Did you manage to get them for me? Klar. Good job. I will put them to good use. Here's a little something for your efforts. Komm einfach nicht wieder in Schwierigkeiten. It's like you don't know me at all. Nee. Lehrlingsbuch Bogenschießen oder Beweglichkeit? Ja, das können wir dann auch gleich nutzen. Die Bogenschießen. Dafür bin ich beim Kochen schon auf 3. Haha, supi supi. Bleib du stehen, bleib du stehen. Falsch gelaufen. Aber da müsste. Was ist jetzt hochgegangen? Looking for trouble? Er nervt doch nicht. Bin hier mal lang gelaufen. Looking for trouble?
Ja. Is there something you want? Ja. Der Älteste hat mir gesagt, dass er etwas über die Person weiß, die am Rande des Dorfes lag. Gods, my heart nearly jumped out of my chest when I saw them. A shadowy figure on the border of the village. You can laugh at me all you want, but I believe it could really be some kind of ghost. Think about it. Whatever it is, it's scaring people at night, and two of us have seen it. Ja, okay, schon gut. Du hast ihn erst gesehen. I saw him in the forest near the village. Please, if you go looking for it, or them, be careful. We don't know what it is. Ich werde die Gegend untersuchen. Andrea, danke. Eine Schattengestalt. Muss eine vernünftige Erklärung geben. Perhaps, but something about it just felt plenty to be done today. Be cautious if you're going to investigate, won't you? Ich verspreche es. So. Runter. Ja, mach doch. Ich will nur zum Schmied. Hi. Da läuft doch. Bleibst du stehen? Hi. What can I do for you today? Ja, der Älteste. Ah, yes. I saw them near the forest at night, like some nocturnal creature. I'm sure they weren't one of the brigands. Those lazy goons don't patrol the village at that time. A bandit scout or something, I'd say. Lauert jemand auf den Feldern? Das klingt furchtbar verdächtig. Warum hast du nichts dagegen unternommen? Lauert jemand auf den Feldern? Das klingt deswegen genau das Gleiche. I do wish it were that harmless. Best keep your wits about you. There might be more to this than meets the eye. Werde ich. Bis später. Okay. Okay, dann gucken wir da mal. Halt! Well met, fellow. Hier, was will ich tun? I have a task for you if you want to earn some money. Klar. One trader gave me an extremely well-priced order. Ist wieder so leise. But due to the tight schedule, I can't manage to get all the iron by myself. That's where you come in. I will give you part of my payment up front if you bring me weapons from this list. Kommt dir dieser Auftrag seltsam vor? Kennst du diesen Händler überhaupt? I don't, but even if it's a bandit in disguise from the Royal Bastards, at least they're at war with the brigands. Those outlaws aren't ordering weapons just to harass us villagers, so it is a win-win situation for the Lowlands. Ich hoffe, du hast recht. Ja, es könnte natürlich auch genau das Gegenteil sein. Weil, wenn die vernünftige Waffen haben, sind die Leute da keine Gegner. Da kann man sie platt machen. So. Machen wir da mal schnell hin. Dann lieber vorsichtig. Da läuft jemand. Wer bist du? Jo, Mann. Don't draw your weapon, pal. I'm not looking for trouble. Was machst du hier? Bist du derjenige, der sich im Dörfer umschleicht? I am no enemy. I'm trying to hide from the Royal Bastards, that bandit group, that's all. They won't find me hiding among villagers close to the brigands. Erzähl mir deine Geschichte. Was führt dich hierher? Nicht der beste Ort, um sich zu verstecken, oder? Planst du eine Lokale für Vogelscheuche zu werden oder so? Das Dorf kann keine Fremden haben, die herumschleichen und alle verunsichern. Ich muss mich jetzt um dich kümmern. Kampf. Andy. Erzähl mir erstmal was. Phasis. Kid?
I was a part of the Royal Bastards. I joined out of pure desperation. I couldn't get a real job in this shithole of a region. So I joined the Bandits group. But things didn't get any better. They practically treated me like one of you villagers. My first job was holding up a Lord's convoy passing through the lowlands. But the others refused to share the spoils with me, and I was devastated. I wanted to use the gold to get out of this place. And they said no, I left the bastards, and now I'm trying to survive. But they're hunting me. I want to leave this place so much, but I think we can help each other. I have a proposition, if you'll hear me out. Was ist der Vorschlag? Erzähl mir von deinem Leben, bevor du dich den Bastarden angeschlossen hast. Ich arbeite nicht mit einem Verbrecher an, nee, kämpfen wir nicht. I grew up poor in Farnworth. My mother was working as a maid to the Lord, and my father died when I was three. Mhm. I thought joining the Royal Bastards would be fitting. Clearly, I'm a moron. Back to the topic at hand. I spent my whole fucking life being told I wouldn't amount to anything. I couldn't do math or read very well. Couldn't craft anything. And I was a terrible hunter in a village where hunting was everything. So when I came of age, I decided to leave the lowlands. But I need gold to do that, so my only way out was a life of crime. And that's my situation. Do you want to hear about my proposition now? Yeah, okay. Well, I can tell you where the stash is hidden from the convoy raid. Mm-hmm. It's most likely well defended, but you look like someone who can handle themselves. We'll share the spoils. I can finally leave this godforsaken land and you'll get a hefty chunk of gold. What do you say? Okay. That's what I wanted to hear. Look, I'll mark the place on the map. Warte hier auf mich. Belästige nicht die Dorfbewohner. Did you find the treasure? Noch nicht. Gut. Ist klar. Ja, aber das, das machen wir nicht jetzt. So, erstmal gehe ich jetzt sowieso zurück ins in unser Dorf. Also sagen. Falsch, genau. So. Das haben wir alle schon schneller gesehen. Kommen wir ja schon wieder nachts an. Oh, was ist das? Habe ich jetzt keine Bären mehr. Mhm. Aber da scheinen Bären zu sein, ne? Keine Bären! Die Krippe ist eh kaputt. Okay. Aber hier sind wir. Dann einsammeln. Gut. 20 vor 9, 20 vor 10 ist es nun. So, wie weit ist die Forschung? Was fehlt denn? Eine Schnur.
Gut. So. Ja, und wir müssen dann demnächst losgehen und wieder Schilfrohr besorgen. Schön im Bett. Ja gut, dann gehe ich auch ins Bett. Drei Tage bis zum Winter. Nein, und ich habe das... Okay. Gut. Ja, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles mit dem Rendern und so. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sind jetzt Freund in Herndien. Wir müssen demnächst in die nächste Stadt. Und ja, der erste Kampf gegen Banditen steht auch bald an. Aber da müssen wir unsere Leute noch ausrüsten. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen nach oben da, aber wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.